Wir haben schon sehr viel Schönes und Spannendes gehört über den Chosen in den letzten Tagen. Jetzt geht es langsam am Ende zu. Es ist ja auch Ostern bereits, morgen, wo wir feiern. Und die Serie in dem Sinn, ja, wird sich am Ende zuneigen. Heute freue ich mich sehr, dass ich einen guten Freund von mir begrüssen im Bistro da bei LiveNet, der Matthias Kaderli. Nachbar sind wir. Das Burgdorf im Tiergarten, in unserem Quartier. Und wir haben auch so ein Projekt, ein gemeinsames, eben rund um den Chosen gestartet. So ein Anfangsjahr haben wir angefangen, so im 14-täglichen Rhythmusgängen so eine Serie zu schauen, also wieder eine Folge zu schauen. Sind wir durch bei der ersten Staffel miteinander. Und dann habe ich eben den Matt gefragt, ob er nicht auch bereit wäre, da ein bisschen zu erzählen, wie er das erlebt mit den Chosen und unterwegs so miteinander mit diesen verschiedenen Geschichten. Ja, cool, bist du hier. Ja, merci für die Einladung. Matt, erzähl doch ein bisschen von deiner Geschichte mit The Chosen. Wie erlebst du das? Also darauf komme ich ja wegen dir. Du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass es da eben die Serie gibt, The Chosen. Eine neue Verfilmung von Jesus. Und ich dachte, ja, gehen wir mal schauen. Und ja, es hat einfach schon mit der ersten Serie jetzt wirklich eingeschlagen. Es ist ganz anders, denke ich, als die Jesus-Verfilmung, die man bis jetzt gesehen hat, ist natürlich viel detaillierter. Eben, es ist eine Serie und es zeigt viel mehr Zusammenhänge, wie sie miteinander unterwegs waren, was haben sie, ja, die verschiedenen Charaktere und. Und ich finde es einfach, finde es genial. Mhm. Wirklich, ja, ja. Etwas anderes kann ich nicht sagen darüber. Es ist wirklich einfach genial. Ja. Ja. Aber gerade wenn du den Anfang erwähnst, oder? Also so, gerade die erste Folge, wo es ja um Maria Magdalena geht, ja. Wo wirklich man gerade schon so reingenommen wird. Und ich weiss, darum habe ich so als Background genommen, als Bild hier, oder? Maria Magdalena, das ist eine Folge, die dir sehr viel bedeutet. Ja, also nicht wegen der Maria Magdalena selber, aber nein, ich finde es so mega stark und das ist mir wirklich so richtig bewusst worden, Jesus hat sie, der Tier, wo sie zu der Taverne aus sind, hat er sie Maria genannt und nicht Lilith, so wie sie von der Welt genannt worden ist. Und das hat mich so berührt, wo ich einfach gemerkt habe, Jesus ruft uns so, wie wir wirklich heissen und nicht so, oder respektive nicht das, was die Welt aus uns gemacht hat. Dort haben wir einen anderen Namen, aber Jesus ruft uns in unserem Innersten so, wie wir heissen. Das ist, das kommt ein Hühnerhut schon wieder, wenn ich daran denke. Das ist mich so, so stark. Ja. Genau, also so das Identitätsspendende da drinnen. Das Intime, das Identitätsspendende, er sieht uns als die Person, die wir wirklich sind, nicht das, was die Welt aus uns gemacht hat. Und er holt uns dort einfach ab. Ruft uns bei unserem Namen, bei unserem richtigen Namen. Das ist so stark. Ja. Es ist ja spannend, oder irgendwo findet man sich ja selber wieder in einer von diesen Figuren, vielleicht, die gezeigt werden oder im Laufe der Zeit. Man hat immer so einen mehr, der eingeführt wird, oder eine Person mehr. Eben Maria Magdalena, gerade in der ersten Folge. Kannst du das ein bisschen nachvollziehen, warum das vielleicht diese Geschichte besonders berührt? Also es hat zwei Sachen. Ich bin von meiner Schulzeit her ziemlich prägt, ich habe ziemlich viele Masken getragen. Ich war nicht wirklich mir selber, ich habe probiert zu gefallen, probiert jemand anders zu sein, das hat nicht funktioniert. Und schlussendlich bin ich zum Glauben gekommen, weil ich Gott mal eine Chance gegeben und gesagt habe, jetzt will ich wissen, gibt es die oder gibt es die nicht. Und schlussendlich hat er mich aber wirklich bei meinem Namen gerufen, auf eine Art und Weise, wie ich nicht mehr wieder stehen konnte. Und das andere ist natürlich, ich habe selber an mir persönlich eine Austreibung erlebt. Und ja, wir wissen alle... Austreibung von Dämonen. Von einem Dämon, ja. Ich habe nicht gewusst, dass ich etwas habe. Niemand hat das gewusst. Aber es ist einmal in einem Gottesdienst. Ist der Heilige Geist so präsent gewesen. Er hat sich nicht mehr verstecken können. Er musste sich zeigen. Und das ist sicher etwas, was ich mich mit ihr sehr gut identifizieren kann. Weil ich weiss, was die Dämonen für eine Macht über ihn haben können. Und eben nicht die Person lassen. Sie, wo man eigentlich ist, wie sie Einfluss auf unser Leben nehmen. Ja, und das hat sie erlebt. Sie ist in vielen Bereichen, hat sie nicht sich selber können, sie ist jemand anderes gewesen. Jesus holt sie einfach daraus raus, mit ihrem Namen Maria und nicht mit Lilith. Das ist, ja.
Und das tut sich ja dann auch weiterführen, wenn man die ganze erste Staffel schon nochmal anschaut, oder? Wie immer wieder so das kommt von der Maria Magdalena, das, nein, das ist dein Name, das war immer schon so gewesen. Ja. Und, also das greifen sie ja mehr Orten auch noch einmal auf. Natürlich kommt es auch bei anderen, oder? Wo der genauso auch, nein, ich meine dich und, ja, und ich sehe dich und so weiter. Ja, ja. Ja. Ja, sie fällt ja einmal zurück ins alte Leben. Mhm. Und schon wieder Jesus, der so rausholt. Und das ist ja, das ist jetzt nicht auf Dämonen bezogen, aber wenn ich irgendwie zurückgekehrt bin, irgendetwas, ist es immer Jesus gewesen, der mich rausgeholt hat. Immer wieder er, der mich gerufen hat. Das ist klar durch andere Leute, die sich Lola brauchen von ihm. Aber im Endeffekt ist es immer Jesus gewesen, der mich rausgeholt hat. Immer wieder zurückgerufen hat, eben immer wieder bei meinem Namen gerufen hat. Halleluja. Ja, wirklich. Den Jesus feiern wir an diesem Wochenende. Oder? Ja. Das ist, ich meine, das ist das höchste Fest für uns, wo wir feiern, am Karfreitag, wo er ans Kreuz gegangen ist. Und jetzt den Morgen wird man das können begehen, überall in unserem Land natürlich mit der Ostern, mit der Auferstehung. Ja. Was löst das für dich auch für Gefühl aus, wenn so das Osterwochenende da ist? Es ist interessant, es passt jetzt gerade wieder in meine Austreibung raus, die ich erlebt habe. Und zwar, das ist eine Schlüsselstelle für mich, drin ist das, wo Jesus am Kreuz war, das Letzte, was er gesagt hat, es ist vollbracht. Und er ist er gestorben. Und ich meine, wo bei mir sich der Dämon hat gezeigt, ist auch gekommen, sie sind gekommen und haben gebetet im Namen von Jesus Christus gegangen. Vereinfacht gesagt, aber gegangen ist er erst nachdem, dass sie genau diese Stelle in der Bibel vor laut ausgesprochen haben, abgelesen haben, wo Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Und das ist auch so eine Schlüsselstelle geworden für mich. Jesus hat bis zu diesem Zeitpunkt Macht und Kraft gehabt, einfach von diesem Kreuz Sachen zu gehen. Wir hatten alle zusammen die Power in seinem Namen nicht. Und dort hat er den definitiven Sieg über genau die dunkle Welt, hat er wirklich den definitiven Sieg für uns erreicht. Und das war auch Ostern gewesen. Also, es ist dann wirklich das, es stirbt etwas, für das etwas Wunderbares, etwas Neues kann zum Leben kommen, kann geschehen. Und ja, sterben tut manchmal weh. Aber wenn das Leben von Jesus näher reinkommt und das näher ausmacht, ist das Sterben immer wieder der Wert. Mhm. Er hat den Sieg errungen, eben, kann man sagen, auf eine Art, wie es ja niemand damit gerechnet hatte. Also, das ist, ja, das Böse entmachtet auf so eine Art und Weise, wo, ja, sie haben, also wenn man den Samstag nimmt, oder, sie haben noch gar nicht den Blick auf das, was da jetzt passiert. Ja, sie haben es noch nicht gecheckt. Ja. Sie haben es noch nicht gecheckt, ja. Mhm. Ja. Und wir wissen es, können in dieser Hoffnung heute gehen und können ihm nachfolgen, wie es in dieser Serie «The Chosen» auch gezeigt wird. Ja. Oder? Ja. Also ich denke viel, so ein bisschen, wenn ich so ein bisschen in meinem Umfeld schaue, ja, wir sind auch eine lustige Schar eben von Nachfolgern, die dem Jesus versuchen nachzufolgen. Und er nimmt auch uns, jeden Einzelnen, eben beim Namen. Ja. Ja. Sehr starke Botschaft, die du da noch einmal hast. Ja, für gestrichen eigentlich aus dieser Serie raus. Ja, Matt, merci vielmals. Ja, das ist gerne geschehen. Dass du hier deine Geschichte preisgegeben hast, auch viel von deinem persönlichen Weg, den du uns hast erzählt, der eben verflochten ist, vielleicht mit, oder hier anklingt nochmal mit dieser einen Folge von der Maria Magdalena speziell. Ja, merci vielmals und schöne Ostern. Ja, danke gleichfalls, merci Flo. Ja, eben, wir sind ja schon am Osterwochenende und wie ich schon gesagt habe, es gibt jetzt noch so einen Abschluss in dieser Serie, aber gleichzeitig soll es natürlich auch einfach eine riesen Motivation für euch sein, zum Anfangen vielleicht erst mit dieser Serie. Also das seid ihr jetzt aber schon vielleicht ein bisschen satt oder schon genug gehört und sagt, ja, jetzt seid ihr das schon wieder. Aber ich kann nichts mehr als einfach noch eins wiederholen. Ich empfehle euch sehr, ladet mal die App ab, The Chosen, oder ihr könnt auch das DVD bestellen, auch im LiveNet-Shop. Und tut euch mal darauf einladen, in die erste Szene eintauchen von Maria Magdalena, aber auch das, was näher kommt in der Folge. Merci für euer Interesse und schöne Ostern. Wir sehen uns morgen noch, wenn ihr mögt. Bis dann, tschüss zusammen. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community.
Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch/videopartner.